Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online. Holo Fragman, ich freue mich, dass ihr wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet habt. Und wie ihr seht, bin ich heute nicht allein. Und zwar habe ich hier diesen Typen dabei, den ich auch schon in den letzten Folgen angesprochen hatte, der mir geholfen hat. Der XX Dominik. Sag einfach XX. Dominik. Ja, der Dominik. Die XX werden nicht gesprochen. Hey. Hi. Das Rapier von Asta sieht aus wie Kiritos Schwanz, wenn man mal auf das Rapier guckt. Ja, ich denke mal, man sieht schon, wer er ist und wer ich. Und ihr seht, dass er auch hier dieses Hochzeitskleid hat. Und das ist das, was ich euch schon in der letzten Folge kurz gezeigt habe. Ich habe euch schon gesagt, dass ich hier mal irgendwann die alle kaufen werde. Hier, das ist dieses Wedding Dress, was er hat. So sieht das halt gerade bei Asta aus. Und er hat auch hier die Stufe bei ihr auf 5, das muss ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Diese Infinite Rage, wie das hieß, genau. Hier FAT Rage, oder FAT Rank, da seht ihr, das ist ja zurzeit bei mir jetzt bei Silica auf Level 3. Und wenn ihr sie auf Level 5 hat, dann könnt ihr sie herumtragen, wie er das gerade gemacht hat. Und er ist dieser nette Typ, der mir gerade diese Externa hat. Die Prison Blades. Genau, Prison Blades, Mob Drop von Externa. Genau. Du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen. Ja, hi, ich bin der Dominik. Ich habe auch meinen YouTube-Kanal gemacht. Der ist voll inaktiv. Ich mache vielleicht einmal in 10 Jahren ein Video, also müsst ihr nicht vorbeischauen. Ich bin ein riesiger SAO-Fan und ein Otaku. Da war's. Ja. Bitte schwenkt das nicht immer so hin, so dass ich da unten was sehe. Das ist ein das ist immer noch ein, ja, gutes Let's Play. Wir spielen hier auch eine ganz besondere Quest. Ihr seht nämlich hier Advance, Reburns, Flames. Also wir sind logischerweise in einer Multiplayer-Party. Wir spielen hier gerade auf Normal, Passwort gesichert haben wir auch, so dass wir... Ich wollte dir mal was sagen. Ja, Sekunde, warte okay. Noch. Also, wie kommt ihr zu diesen Advance-Bossen? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist egal eigentlich, zu welchem Stand ihr im Spiel seid. Und zwar müsst ihr hier bei Quests aussuchen. Dann kommt ihr am Anfang hier bei diesem Forest Area raus. Dann drückt ihr einmal auf L1 und dann seht ihr hier die ganzen Advanced-Bosse. Und das sind, glaube ich, die stärksten Bosse im Spiel, oder? Genau. Und Externa ist der stärkste von allen. Also Externa ist der, von dem man die Einhandschwerter bekommt. Ja, wir machen jetzt einfach mal eines der etwas einfacheren Bosse. Burning auf Haze. Normal, nämlich Reborn of Flames. Von dem kriegt man das Katana. Soll ich dann später mal im Let's Play, weil ich habe ja alle Waffen, soll ich die mal später alle zeigen? Ja, das könntest du machen, weil du hast ja alle, ne? Okay, wollen wir das jetzt machen oder nach dem Boss? Nee, wir klatschen jetzt erstmal den Boss. Okay. Ihr seht ja auch mein Level und genau, du kannst mal erklären, welches Level du bist und welches Level deine Asna ist und wie lange du dafür gebraucht hast. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, ich kann ja mal kurz nachgucken, ich habe auf jeden Fall schon über 140 Spielstunden. Und zwar um genau zu sein, ich habe in letzter Zeit mehr gespielt als ich dachte. Ich habe 157 Spielstunden. Ihr seht, ich habe 36. Und welches Level bist du? 177 und Asta ist 170. Seht ihr mal den Unterschied, ich bin hier 40 Level fast drunter und Asta ist hier mit Level 122 fast nichts. So, Ich kenne Leute, die sind Level 260, also. Ja, also. Ihr seht schon. Nur mal so nicht zur so Info: Es gab ein Update, was das Maximallevel erhöht hat. Es ist jetzt 300. Okay. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß das nämlich selber nicht mehr. Ja, wir müssen uns jetzt. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir teleportieren uns. Du weißt hier, wo die Mitte ist, also Coriel Garden. Und etwas links davon ist der Teleportations... Nee, darüber kommt man ja nicht, weil man ja außen rum muss. Teleportier dich zu Coriel Garden. Okay, Coriel Gardens. Ja, weil du kommst von diesem anderen Teleportationspunkt, da ist eine Tür und die kannst du nur von der Bossseite öffnen. Okay, hier ist sogar ja nicht mal dieser Megaboss, oder ist der hinter der Tür? Nein, du musst halt die Quest ausgewählt haben, damit der spawnt. Ah, okay. Deshalb müssen wir auch Burning Haze auswählen, weil sonst spawnt der Boss nicht. Ist das der? What the fuck? Gegner können wir erstmal ignorieren, oder? Die sind, denke ich mal, ein ziemlich hohes Level. Naja. Also
Ja, also ihr könnt hier übrigens auch privat selber hin. Ja, ihr könnt übrigens auch hier privat selber hin. Ihr müsst halt einfach nur in den Online-Modus gehen. Ihr müsst das nicht mal mit einem Freund machen, sondern geht einfach in den Online-Modus und spielt so, wie ich das euch, glaube, vor 3 oder 4 Parts gezeigt hatte oder vor 2 Parts. Müsst ihr nochmal reingucken. Es ist auch so, man kann das auch im Singleplayer machen, also auch auf Play Solo natürlich, aber auch im Story-Modus Singleplayer. Ja, da ist es auch ein bisschen schwieriger, da hinzukommen, weil da man einige Spielstunden spielt. Bisschen gespoilert, das weiß ich und das schneide ich für euch raus, so dass ihr überhaupt nicht gespoilert werdet. So, sag uns einfach mal, wo wir hin müssen. Also, wenn man jetzt mal auf der Hollow Map guckt, sind wir ja jetzt bei diesem gelben Punkt neben dem Coriel Garden. Und um genau zu sein, sind wir jetzt bei Erupting Ley Lines. Und jetzt müssen wir noch einmal nach links und einmal nach unten. Und dann sind wir da. Ah. Na warte, renn nicht weg. Wie gesagt, renn nicht weg. Ist das jetzt für dich so fucking schlimm, dass ich das gesagt hab? Ja. Dann zensier es einfach mit einem lauten Piepton. Ich hab keinen lauten Piepton. Los, wo müssen wir jetzt lang? Soll ich dir einen besorgen? Nein. Los, lauf. Aber es ist doch besser, wenn da so ein Piep ist, als wenn du einfach die Szene rausschneidest. Vielleicht mache ich auch so ein komisches Gelache von mir und das schneide ich rein. Oh shit. Was guckt ihr euch da an, Leute? Was guckt ihr euch da an? Hört nicht auf den komischen Typ. Aber er ist sehr nett, also wenn ihr vielleicht mal ein paar Probleme habt, dann könnt ihr auch ihn fragen. Bist du noch da? So aus, als müsste ich das ebenfalls rausschneiden. Auch sehr toll. Ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört. Na, du warst kurz gerade weg. Ja, weil meine Mutter gerade so eiskalt reingekommen ist. Ich ihr noch das Zeichen gebe, dass ich aufnehme. Oder besser gesagt, du aufnimmst. Und es war ihr so scheißegal und sie redet einfach weiter. What the fuck? Ja. Ist das der Boss? Nee, ne? Nein, das ist nur eine Hydra. Nur eine Hydra. Alter, komm, soll ich sie für dich one-shotten, wenn du Angst vor ihr hast? Los, komm mit. Alter. Aber wie geil das aussieht. Und, ey, Leute, guckt euch das an. Und das auf PlayStation wieder? Früher PlayStation wieder, das sieht schon nicht schlecht aus. Klar, Lava sieht nicht. Ich guck das auf dem 2K-Fernseher, also ich glaube, für mich sieht es nochmal geiler aus. Und größer. Ich hab mal 32 Zoll. Ich hab auch 32 Zoll. Aber trotzdem, auf YouTube sieht das ja immer noch ein bisschen anders aus. So 120p. Du hast nur 120p Videos? 720. Was? 720. Okay. Ich würde gerne höher machen, aber mein PC, habe ich dir ja schon mal gesagt, dass der zu schlecht ist. Müssen wir da rein in die... Aber 720 ist doch HD, das ist okay. Naja. Ich dachte, am liebsten würde ich ja Full HD machen, 1080, aber das schafft mein PC nicht. Ja, das sind ja 2K, was ich habe. Und jetzt haben sie ja das sagenumwogende 4K rausgebracht. Wo die Experten dazu sagen, das ist völliger Stuss, was sie da haben. Weil, es bringt halt einfach gar nichts. Es bringt halt wirklich nichts. Weil die Experten haben sich das so angeguckt, also so ein richtiger Filmexperten-Zeugs. Er hat gesagt, in einer halben Stunde oder so, okay, ich sehe einen Unterschied, aber privat würde ich jetzt nicht mehr Geld für diesen Fernseher wegen diesem winzigen Unterschied ausgeben. Kommst du? Wo bist du? Ich sage immer weiter runter.
Sieh dir deinen Namen durch die Wand. Okay. Komm. Siehst du. Bist du erkältet? Ja. Entschuldigung. Entschuldigung für mein Gehuste, ich bin krank. Ich finde, die Dungeons sehen sogar deutlich besser aus als in Lost Song. Also auch von der Varianten- und Vielfaltigkeit her. Kleinen Mini-Dungeons. Deutlich besser auch. Ich so sag aber, ich vermisse die Dungeons aus. Warte, komm her. Ich dachte, wir müssen auf der Karte müsstest du jetzt einen Punkt sehen. Ja, so einen das ganz ist der, guten. Da ist der Advanced Boss. Das ist der Advanced Boss Burning Haze. Das ist Wuffy. Wuffy? Ja, das ist Wuffy. Hund? Bist du bereit, um gegen Wuffy zu kämpfen? Ja. Hat er irgendeine Schwachstelle oder soll ich einfach nein, brutal einfach drauf draufklatschen, aber du wartest kurz, bis ich alle meine Skills aktiviert habe. Ja. So, und jetzt kommst du her, ich mach dich mal für eine Minute unverwundbar. Bist du bereit? Krieg eine Szene gerade von Wuffy. Drück Spam Start. Okay, ich kann jetzt gegen Burning Haze kämpfen. So, jetzt bist du unverwundbar. Toll. Ja, ich habe dich kurz unverwundbar gemacht für eine Minute. Nutze diese Zeit. Also, ja, der ist gerade ausgewichen, obwohl ich meinen Skill gerade eingesetzt habe. Oh, er ist meinem halben Skill ausgewichen. Ich habe nur 100.000 Schaden gemacht. Lol, wie gerade die Kamera aussah. Also. Oh, wieder nur 60.000. Was ist das für eine Alter. Scheiße? Wenn er so weitermacht, dann brauchen wir 10 Jahre für den Boss. Ja. Warum mache ich denn Miss, obwohl ich ihn klar treffe? Oh fuck. Ich bin gerade fast gestorben. Was machst du? Ich hab die Agro, wenn es dir nicht aufgefallen ist. Ach so. Nee, ist und mir ein bisschen ich bin auch der hier 200.000er Kellen raushaut. Ah. Und das ist trotzdem noch zu wenig. Hör auf auszuweichen. Böser Boss, hör auf auszuweichen. Müssen wir echt an der Leine nehmen. Sei froh, dass er sich noch nicht entfesselt hat. Weil siehst du die Stacheln in seinem Körper? Nö, überhaupt nicht. Das ist ein Siegel. Und wenn das bricht, ist er nochmal um einiges stärker. Er kriegt dann zwar mehr Schaden, aber er teilt dann noch mehr Schaden aus. Sehen wir das noch? Ja, oder? Ich glaube, das macht er auf seinem letzten HP-Balken. Da wollte ich schon sagen, bestimmt so, wenn er im gelben Bereich so ist, kurz vorm Sterben. Okay, und ich muss dich jetzt mal kurz verlassen, um mich selbst zu regenerieren. Ja, und ich bin direkt gestorben, schön. Echt jetzt? Ja. Oh fuck. Oh Mann, das wird ein Bosskampf. Ich freue mich. Was? You can end this. Danke. Also Freunde, ihr seht schon, die Bosskämpfe sind ein bisschen schwer. Also ich sag's mal so, ich will jetzt nicht beleidigend sein, aber irgendwo bin ich gerade ein bisschen auf mich allein gestellt. Warte, ich muss mich heilen, ich hab halt diese dämliche Vergiftung. Lenk Wuffy mal kurz ab, such dir einen Knochen oder so. Ich mach gleich wieder meinen extremen Schaden, weil meine Skills sich wieder regeneriert haben. Warte, komm her, ich mach dich unverwundbar. Gerade geheilt. Du bist unverwundbar. Ausgewichen. Hau auszuweichen, Wuffy. Wuffy? Ist jeder Advanced Boss so nervig? Ja. Am schlimmsten ist die Ghetto Blast Eule. Ghetto Blast Eule? Nein. Die hat Ghetto Blast seine Flügel. Quatsch. Verarsch mich. Nicht Eule, Fledermaus, Entschuldigung. Verarsch mich. Nein, tue ich nicht.
Soll ich später mit dir in den Wild Boss gehen und ich bin... Oh fuck, ich bin fast... Ich bin gerade fast verreckt. Ja, du bist rot. Alter, obwohl ich ihn paralysiere, juckt das ihm fast nichts. Ich wette, ich schwöre dir, sie hat so eine Boxen in den... Ja, Flügeln. Du müsstest den Boss eigentlich aus Lost Song kennen, da war es ein Bossgegner. Da war es der angebliche letzte Boss. Ach so, der. Ja. Boxen gewesen. Was? Und doch keine Boxen gewesen. Doch. Nur, dass die Eule hier goldgelb ist. Okay. Es gibt hier übrigens in dem Spiel auch Bossgegner, die sind aus der Serie. Ja. Beispielsweise gibt es den Skull Reaper oder genau. Den Buster Kobold Lord. Der Buster Kobold Lord ist gleichzeitig ein Advanced Nein. Boss. Nein! Der Skull Reaper ist gleichzeitig ein Advanced Boss. Oh fuck, das wollte ich nicht. Ja. Weißt du, immer wenn ich dich belebe, habe ich keine HP mehr zum Kämpfen. Super, du belebst mich wieder eine Sekunde später. Also ihr seht schon, selbst er ist im roten Bereich, und die spielen hier auf Normal, also das ist noch das Leichteste. Verarsch ihr seht schon, ist ein bisschen nicht. Schwer. Verarsch mich doch hier nicht. Ja. Mann, und das Problem ist halt, ich habe Skills, die erhöhen mein Damage. Und ich gehe meistens nur auf Advanced Bosse, wenn ich diese Skills aktiviert habe, dass ich überhaupt Damage mache. Ich mache auch so Damage, aber nicht wirklich viel. Das Problem ist, dass die eine fucking hohe Aufladezeit haben. Du. Darf man fucking in deinen Videos sagen oder ist es auch zu böse für deine bitte Videos? Bitte nicht zu oft. Okay. Schon ein bisschen Knorke und ich glaube, wir haben nicht mal die erste Leiste abgezogen, also sieht schon ein bisschen schwer. Ja! Mach mal mehr Schaden. Wenn du mehr Schaden machst, würde alles leichter sein, okay? Kannst aber nichts dafür. Du bist unverwundbar. Also das wird heute mal ein etwas längerer Part, Leute. Ich werde den ja sowieso denn vielleicht in 2 splitten. Wer weiß, ob wir den überhaupt schaffen. Wir schaffen den. Ich habe dir versprochen, dass du deine Katana bekommst, deshalb kill ich ihn. Also Leute, sucht euch vielleicht ein paar Leute, mit denen ihr vielleicht Hollow Fragment spielen könnt. Das Problem ist, ich habe eigentlich gehofft, dass wenn wir diesen Boss machen, ChuChu online ist, ein Kumpel von mir. Der ist, müsste jetzt, den habe ich glaube ich schon auf 150 gezogen oder so. Den kenne ich noch etwas länger als den Fluid, dem habe ich auch ein bisschen hochgeholfen. Wenn ich mit dem wäre, wenn wir da zu dritt wären, dann würden wir den locker schaffen. Oh fuck. Nein! Alter, ich habe gerade den Skill aktiviert und dann bin ich gestorben. Okay, das verwerfen wir, machen das nochmal. Nee, wir machen jetzt mal was, wir machen was anderes. Aber den Boss in der Aufnahme schaffen. Nee, wir machen was anderes. So, sag mir mal was, was könnten wir noch machen? Ich will den Boss in der Aufnahme schaffen, wir nehmen einfach neu auf. Du kannst es doch löschen. Nein, ey, wir machen das jetzt hier durch. Das ist gerade ein scheiß Ernst. Los, erzähl mir, was kann man noch Schönes machen? Du kannst, oh mein Gott, bin ich überhaupt dazu berechtigt, hier irgendwas zu machen? Nein, bin ich nicht. Du kannst mal den Skull Reaper rausfordern. Wie heißt sie? Oh, wie Mission heißt, mein Gott, wie heißt die Mission? Die müsste auf der ersten Seite sein und in der Beschreibung müsste Hollow Reaper stehen. Alpha Blade Dragon?
Nee, 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 das ist absolut, ach, ja. Ach hier, Dragon of Infinite Might? Genau. Ja, Hammer. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal im Schnelldurchlauf, zeigen wir alle Advanced-Bosse. Ja. Dann fangen wir hier mit diesem komischen an. Aber wir können ja da nicht flüchten, oder? Wir wipen uns einfach, die killen uns so schnell. Also dafür könnten wir auch den Schwierigkeitsändern, grad ändern. So auf Dev-End. Okay. Ich weiß ja, wo Externer sich befindet. Ja. Externer ist so ziemlich bekannt, wo er sie lebt. Na, du hast es mir schon mal gezeigt. Begin the Hollow Mission. Das ist Externer. Ja. Externer, töte mich. Hier tauchen auch so kleine Minibosse, so kleine Minigegner auf, und du hast gesagt, die kann man ignorieren. Ja, die sollte man ignorieren, weil erstens ist es Zeitverschwendung, sie zu töten, weil es extrem lange dauert, und zweitens respawnen sie ununterbrochen wieder, wenn du einen tötest. Na, seht ihr, Leute. Also ignoriert die, die machen euch zwar Damage, aber... Es bringt euch nichts, sie zu töten. Hier seht ihr, er ist schon wieder im orangen Bereich und er stirbt schon wieder fast. Obwohl wir hier auf Normal spielen, also ihr seht, obwohl er so viel Spielzeit hat und eigentlich auch so gut und stark ist, ist er schon wieder tot. Ja. Also ein bisschen schwer. Ein bisschen. Ich würde sagen, es ist schwerer als Bloodborne. Also wir machen jetzt The White Empress. Ja, kannst machen. Okay, nee, Bloodborne ist ein anderes Level. Ich habe 0% bei Bloodborne. Okay. Du kannst hier von mir aus mein Player Name in die Description schreiben und shit, falls jemand Hilfe braucht, dass er mich einfach anschreibt und shit. So, wo ist jetzt das Teil? Einfach wieder R1 drücken und dann taucht da so ein roter Kreis auf. Ja. Oh, verdammt. Wen hast du... Ach so, du hast Pavilion of the Swords genommen. Okay, aber da müssen wir hinlaufen, oder? Wir müssen zu uns zu Externer. Ich hab eine Party zu Externer und dann runterlaufen, ne? Genau. Sag jetzt nicht, du bist auf Ebene 81. Ich bin auf Ebene 81. Okay, du darfst das ganze Spiel nochmal durchspielen. Warum? Du musst viel Jahr vor Ebene 80 gerettet haben für ein paar spezielle Szenen. Warum? Vor allem, wo soll ich sie retten? Dafür muss man noch die Holo Area durchspielen. Genau. Hä? Die Holo Area ist doch. Da gibt's doch. Aber mach's ganz einfach. Du machst es ganz einfach. Wenn du neues Spiel Plus machst, wird die Holo Area bleibt gesaved. Also die Holo Area kannst du nicht nochmal durchspielen mit neues Spiel Plus. Bedeutet, du machst dann einfach das Spiel nochmal bis Ebene 80 durch und es geht ja ziemlich schnell. Warum soll ich die ganze Holo Area durchspielen? Ja, musst du ja. Aber das machst du dann. Du spielst dann jetzt einfach die Story bis zur Ebene 100 nochmal durch. Ganz normal. Machst dann die Holo Area. Und machst dann, also im Let's Play auch, machst dann ohne es aufzunehmen nochmal bis Ebene 80. Und dann kriegst du eben nochmal. Ich glaube, ab Ebene 80 musst du dann halt das Spiel nochmal onscreen durchspielen. Für die speziellen Szenen alle. Okay. Und diese Szenen passieren nur, wenn Philia ab Ebene 80 außerhalb der Hollow Area ist. Verstehst du?